Tränen lügen nicht, heißt es ja bekanntlich. Aber was hat es dann zu bedeuten, wenn Kim Jong-un weint, der Diktator aus Nordkorea? Er vergießt Tränen während der Militärparade zum 75. Machtjubiläum seiner Partei in diesem Land. Kim Jong-un, der eigentlich ein Mann der Stärke ist, ein Mann, der autokratisch regiert, ein Mann, der keine Schwächen zeigen darf. Nun, er vergießt Tränen. Er entschuldigt sich für seine Fehlleistungen, die er dem Land gegenüber erbracht hat, dass er seine Menschen nicht hat bewahren können, vor all den Fairnissen des Lebens und vor allem vor Corona. Da steht also jemand unter gewaltigem Druck. Und dieser Druck entlädt sich, er solidarisiert sich mit den Menschen, die mit ihm weinen. Aber dahinter steckt eine andere Botschaft dahinter steckt die Angst eines Mannes, der um sein Regierungsmodell mehr denn je zu fürchten hat. Wie sehr viele Potentaten auf der Welt, wie sehr viele Autokraten und sogar auch die Schmalspurvariante, die Populisten, steht Kim Jong Un unter gewaltigem Druck innenpolitisch durch unterschiedliche Fraktionen, aber durch den Druck vor allem den ein anderer Mann auf der anderen Seite des Erdballes erzeugt, Donald Trump. Der 3. November entscheidet darüber, inwieweit dieses autokratische, dieses populistische und dieses autoritäre Regierungssystem noch diese Konjunktur weiterhin haben kann, die wir in den letzten vier Jahren bereits gesehen haben. Vier Jahre konnte sich dieser Regierungstypus entfalten, sei es in der Variante Putin, sei es in der Variante Erdogan, sei es in der Variante Trump, weil eben das große Korrektiv, die USA, auf der Welt in der globalen Politik ausgefallen sind. Dieses Vakuum könnte sich nun tatsächlich wieder schließen, wenn ein anderer amerikanischer Präsident gewählt würde. Und dann herrscht ein anderes Grundklima auf dieser Welt. Ein Grundklima, in dem Leute wie Kim oder Putin eben nicht mehr so leicht gedeihen können. Nehmen wir zwei Varianten dieses Typus. Zunächst die autokratisch-militaristische. Das ist der türkische Präsident Erdogan, der von seinen gewaltigen innenpolitischen und vor allem wirtschaftlichen Problemen ablenkt, indem er provoziert, sowohl im Mittelmeer, was die Grenzaufteilung mit Griechenland angeht, aber auch indem er die Türkei als Schutzmacht von Aserbaidschan in den aserbaidschanisch-armenischen Krieg hineinführt. Die Türkei, sie spielt außen, sie drückt im Ausland auf die Nachbarn, um von den inneren Problemen abzulenken. Erdogan lenkt davon ab, dass er das eigene Land nicht mehr aus der Krise führen kann. Nehmen wir die zweite Variante, ein Schmalspurpopulist Boris Johnson, der vor vier Jahren sein Land in den Brexit getrieben hat, nun über ein Verhandlungschaos über Jahre hinweg tatsächlich keine Besserung erreicht hat und nun zu Potte kommen muss. Bis zum Ende dieses Jahres müssen die Briten eine Vereinbarung mit der EU gefunden haben. Und auch an diesen Tagen wieder Entscheidungstage. Die Verhandlungen mit der Europäischen Union und sie kommen nicht voran. Boris Johnson muss sich eingestehen, dass seine harte Variante, eine Eigenständigkeit, seine populistische Idee eines freien Großbritanniens so nicht funktionieren wird. Der Schlüsseltag für all diese Figuren wird der 3. November sein, wo über jenen Mann gerichtet wird, der all die Exzesse möglich gemacht hat, Donald Trump. Er ist die Leitfigur der Populisten, er ist der Spielpartner der Extremisten und natürlich der radikalen und autokratischen Diktatoren auf dieser Welt. Er war Freund von Kim, er versteht sich. Blind mit Wladimir Putin. Wenn Donald Trump am 3. November abgewählt wird, werden wir eine Korrektur in der Weltpolitik wie schon lange nicht mehr erleben. Noch zetert Erdogan, noch weint Kim, aber sie werden nicht mehr lange davon ablenken können, dass ihre inneren Probleme gewaltig sind. Ausgelöst vom Coronavirus, getrieben durch die Pandemie, stehen diese Regime auch unter gewaltigem Druck. Noch üben sie sich in Durchhalteparolen, aber trotzdem schauen sie gebannt auf den amerikanischen Wahltermin. Was Donald Trump vor vier Jahren begonnen hat, das Weltklima, das er geschaffen hat, das könnte auch mit ihm beendet werden.